Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Episode Nummer 2 von Staffel Nummer 2. Wir machen weiter mit den Eagles, mit Crystal Palace. Wir sind momentan auf Platz 5 der Tabelle, was nur daran liegt, dass unser Name mit C anfängt und wir dementsprechend weit oben gelistet sind nach dem Alphabet. Aber das ist ja erstmal egal. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, was wir so an Spielern gebrauchen könnten. Dan ist zwar nur für kurze Zeit verletzt, aber trotzdem wäre es eventuell ganz gut, wenn wir einen Innenverteidiger noch hätten. Denn, ihr wisst Bescheid. Wir haben alte Spieler, wir müssen den Kader so ein bisschen verjüngen und deswegen haben wir ja die Aufträge hier, ne, die sind ja schon mal da. Allerdings überlege ich momentan, ob ich mir eventuell einen Sechser hole, einen neuen, und der auch Innenverteidiger spielen kann. Und da habe ich einen im Blick, der günstig zu haben wäre, und zwar Leon Andreasen. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, ja, Max, nur weil er bei Hannover spielt. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Vertrag, wie ihr seht, ausläuft und dass Andreasen wirklich kein schlechter Spieler ist. Ja. Es wäre auch gar nicht mal so unrealistisch, wenn Crystal Palace den verpflichten würde, vor allem, weil das Rating halt genau in unserer Region ist und der uns definitiv weiterleihen würde. Weiterhelfen würde, so ist richtig. Okay, die sind nicht so begeistert von den 4 Millionen, vielleicht von 5. Wer weiß, nein, nicht... Ach, das war jetzt blöd. Das war jetzt richtig blöd. Egal, wir machen erstmal weiter. Wir scouten auf jeden Fall Andreasen, mal sehen, was da wird. Kann auf jeden Fall was Gutes passieren. Dan ist nicht ganz auf dem Damm, was ganz klar ist. Der war ja auch verletzt, deswegen wird er auch nicht spielen. Deswegen spielt Breda Angeland. Hier haben wir Nabil Bentaleb. Der wurde mir unter anderem vorgeschlagen. Allgemein wurden mir relativ viele Spieler vorgeschlagen. Und ich werde da nochmal gleich reingucken. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich natürlich nicht unbedingt jeden Vorschlag berücksichtigen kann und nicht jeden Vorschlag berücksichtigen will, weil es immer so ein bisschen den Faktor gibt, dass ich nicht wirklich, naja, man kann halt einfach nicht alles berücksichtigen, ja, man muss ein paar Faktoren mit einbeziehen und so weiter und so fort bei der Suche und deswegen ist das alles nicht ganz so einfach. So, Kelly lassen wir mal spielen für Ward, auch wenn er gut drauf ist, für Williams lassen wir mal Chamax sich präsentieren. Wo ist der Mann hin? Da ist er. Und dann machen wir noch einen McCarthy in Innenverteidigung, oder? Mariappa in der Innenverteidigung, ging er auch. Ich glaube, wir machen Mariappa in die Innenverteidigung und Speroni ist dann unser Kapitän. Damit gehen wir in die erste Partie der Episode und zwar ist das Ganze jetzt hier gleich gegen Bastia, soweit ich mich erinnere. So, auswärts. Mal sehen, wie sie unsere B11 in Anführungsstrichen schlagen wird. Wir hätten auch mal Hennessy spielen lassen können, machen wir mal im letzten Spiel. Campbell in der ersten Minute mal zu 0, jawohl, das ist schon mal ein guter Start in die Partie, 1-1 durch Kika Bitze. Das habe ich gar nicht gesehen, weil ich gerade auf den linken Bildschirm geguckt habe, aber gut, so kann es laufen. Ja, jetzt passiert erstmal nichts, das ist auch nicht schlecht. Beziehungsweise, was heißt auch nicht schlecht? Nicht so ideal. Jetzt kommt Jedinak für Young, Bolasie für Panchien, aber es sieht so aus, als ob das hier mit einem 1-1 enden würde. Nein, wir verlieren sogar 2-1, weil Budebu noch trifft nach seiner Einwechslung. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Naja, egal. Was übrigens das andere ansieht, andere angeht hier von wegen... Okay, das wusste ich ja schon. Von wegen hier Finanzspritze und Star Scout. Ich warte zumindest nochmal. Die Finanzspritze hole ich mir nicht. Das mit dem Star Scout werde ich mal schauen. Ne? Weiß ich noch nicht so ganz genau. So, aktuell ist das England, danke Chef, dass ich ihn geschont habe und gegen Atletico Madrid im letzten Test. Na, das ist ja erfreulich, das ist ja vor allem auch erbaulich, bestimmt am Anfang einer Saison mit so einem Spiel. Naja. So, Abschlussbrief für André Hoffmann. Wäre natürlich auch ein Spieler, der uns genau auf der Position weiterhelfen könnte, theoretisch. Hat 74, Andreasen noch nicht ganz fertig. Zwei Tage dauert das noch. Hovland haben wir hier noch. Reinhold Jabo, wir haben Subotic, Martinez, Brooks und ein paar andere. Unter anderem auch Grani Chaka. Den ich ja, wie gesagt, sehr interessant finde, der aber viel zu teuer leider ist. Sané würde das auch theoretisch spielen können. Ja. Ja. Ist halt die Frage. Ich würde mir gerne Andreasen kaufen und gerne Kevin Wimmer, um ehrlich zu sein. Da werde ich jetzt mal schauen, was die dazu... die sind auch noch unterbesetzt. Natürlich nicht so gut, was die da so haben wollen. Wir können ihnen... Wen können wir denen anbieten? Wir können denen anbieten den guten... McCarthy. Und 2 Millionen. Ist natürlich eigentlich viel zu wenig für Wimmer, weiß ich schon selber, aber... Versuchen kann man es ja mal. So, kommende Partie, bla bla. Williams würde gerne spielen, kann er auch, denn das ganze Team hat sich jetzt nicht so gut geschlagen. Wie gesagt, war die B11 und ihr seht auch, aus welchen Gründen das die B11 war. So, Dan kommt wieder rein, Hangeland geht raus, ist nach dem ersten Spiel schon gesunken, ein absoluter Traum. Ward geht dann wieder auf seine gewohnte Position, Delaney und Dan tauschen. Dann geht Ledley raus, dafür kommt Jedinak rein, MacArthur kommt rein für Matsch. Young geht raus, aber dafür schon gestiegen, sehr, sehr schön. Und Bolasie kommt rein, Gale kommt in den Sturm für Campbell.
Bonpanchien geht raus und dafür kommt Sahar rein. So, wollte ich jetzt Bolasie auf links spielen lassen? Ich glaube, ich wollte das so rum machen, ne? Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ist ja auch vollkommen egal. Spironi hat sich gut geschlagen eigentlich, hat zwar zwei Gegentore kassiert, konnte aber wahrscheinlich nichts für, weil die Form ja weiterhin oben ist. Und von daher lassen wir das mal so. Joa. So. Nächstes Spiel. Testspiel gegen Atletico. Anscheinend kommt das erste Spiel der ganzen Saison heute. Das erste wirkliche Ligaspiel. Heute auch noch. Weil sonst wird der Part ein bisschen zu kurz auf jeden Fall. Das hat mich jetzt auch nicht irgendwie überrascht. Mich hat es überrascht, dass wir so lange ohne Gegentor geblieben sind, bis mal ein Zukic kam. Die haben sich einen Dosch gekauft. Warum kaufen die sich denn einen Dosch? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na egal. Ausgleich vielleicht? Please, bitte. Irgendwer? Nicht zwei Spiele verlieren? Wir verlieren zwei Spiele in der Vorbereitung. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Aber da sieht man auch, wir sind Crystal Palace. Wir haben nicht den Anspruch, unbedingt alles zu gewinnen. Kwesi Appiah zu Middlesbrough kann ich so akzeptieren. Ist in Ordnung. Ist ein Zweitligist oder sogar Drittligist. Bin mir gar nicht sicher. Williams ist froh, dass er spielen durfte. Das freut mich. Wir haben vier Spieler aus Frankreich. Und zwar Tolisso, Fekir, Verratti, Pogrenik, Falsch, Albeck und Prince Onyangwe. Die Lobotji ist ja zu teuer, haben wir schon gesagt. Iori, Pogba. Pogba wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Was hat denn der für... Na, Sechser könnte er, glaube ich, nicht spielen mit den Werten. Noch so sehen die Zweikampfwerte halt nicht so toll aus. Fekir wäre geil, aber Fekir ist auch teuer. Wir machen erstmal weiter. Vielleicht kriegen wir noch Angebote rein. Abschlussbericht zu Leon Andreasen, das ist sehr interessant. Ich werde für den auch nicht viel bieten, weil der ist halt erstens alt, zweitens verletzungsanfällig und drittens läuft der Vertrag aus. Aber versuchen kann man es ja trotzdem mal, meiner Meinung nach. Was haben wir jetzt hier noch für Nachrichten? Ich sehe keine. Hammer. Eigentlich keine. Okay. Was? Auch darauf habe ich gar nicht drauf geklickt, aber gut. Wir haben Tom Kearney, wir haben Jake Livermore, wir haben Joel Ekstrand, wir haben Myler und das war's dann schon wieder. Ah. Köln inakzeptabel. Okay. Ich biete mal einfach so... 12 Millionen, 3 Millionen für Kevin Wimmer, weil ich den an sich schon ganz gerne hätte, muss ich sagen. Leon Andreasen, 2 Millionen Marktwert, Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Sagen wir mal, ich biete 800.000. Das wäre eigentlich ein ziemliches Schnäppchen, weil der wirklich gut ist. Allgemein sollen wir vielleicht wieder mal nach Spielern laufen, bei denen der Vertrag ausläuft, aber nicht, um sie jetzt im Winter ablösefrei zu holen, sondern um sie günstig zu kaufen. Jetzt im Sommer noch natürlich. So. Mal sehen, ob wir da irgendwas finden. Gut, wir gehen weiter. Richtung erstes Saisonspiel. Transferangebot für Shola Ameobi. Den würde gerne Leicester City haben für 1 Million mehr. Für 200.000 mehr können sie ihn haben. Murray, habe ich noch auf der Transferliste? Wenn ich noch auf der Transferliste habe, müsste ich da mal kurz drüber überlegen, ob wir den an Aston Villa abgeben wollen. An sich natürlich schon, aber habe ich ihn auf der Transferliste? Habe ich. Okay, dann kann man da auf jeden Fall drüber reden. 1,6, sage ich mal. Vielleicht sind sie damit ja noch irgendwie einverstanden in der Richtung. So, wir können allgemein mal gucken, was so auf dem Transfermarkt los ist, beziehungsweise was da so drauf ist, eher gesagt. Wo ist es denn? Da ist es. Auf der Transferliste. So. Wir haben unter anderem Aitor auf der Transferliste, aber der hat keinen Wert quasi. Wir haben einen Peugeot quasi auf der Transferliste. Jones und Murphy, Heimeroth, Obeng, Oberhauser, Kubias, Boyata. Der ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant, auch wenn er halt nicht so gut ist. Blaswig. Ist halt nicht gut, aber wäre vielleicht als Ersatztorwart gar nicht so schlecht. Ansonsten haben wir hier nichts Großartiges, wie es ausschaut. Albertazzi vielleicht. Frage ich mal an. Manuel Seis. Ist geglitscht übrigens. Zumindest im Anderkarrieremodus bei mir. Und Zlatan Alomerovic. Nee. Da ist jetzt nichts so Wirkliches dabei, abgesehen von dem paar Kollegen, die ich da gerade geguckt habe, zu verleihen. Nicht viel. Adam Armstrong unter anderem. Soumaoro. Traoré. Alban Bunyaku.
Das war der falsche, glaube ich. Nicht der Albert Bunyaku, den es mal gab. Weiß ich aber gerade gar nicht. Der Vitis Mastalli. Nicht wirklich. Bruns, Duncan, Sutherland, Bilal, den kenne ich zufällig, weil ich den als 52er-Karte in Ultimate Team habe. Pereira kenne ich gar nicht, sieht aber stark aus an sich. Wallenborn habe ich auch noch nie gehört. Sanabria, da kann man mal anfragen. Theoretisch Ashton Götz. Würde mir das Rating interessieren. Vielleicht wurde er ja geupgradet. Upgraded, nicht upgraded. Babic, 16 Jahre alt. Pack ich mal auf eine Wunschliste, damit ich den weiter beobachten kann in Zukunft. Perea. Hat keine guten Werte halt leider. Bruno Varela, ne. Oh mein Gott, Bart Finne. Muss ich auf eine Leihliste setzen. Finne wäre eine richtig gute Leihe, glaube ich. Vor allem ist der ziemlich stark eigentlich. Der ist echt nicht schlecht an sich. Da müsste man echt mal überlegen, ob man den eventuell sich leiht. Dann können wir eventuell noch einen Stürmer abgeben. Ein Campbell zum Beispiel. Weil Finne ist auch schnell und so und hat noch mehr Talent. Mal sehen. So, Anfrage zu Sanabria, 2,6 Millionen. Murray wird gekauft. Okay, Sanabria ist die Frage, was der für ein Potenzial hat. Nehme ich aber mal von Abstand, weil ich ja Finne eventuell haben kann. So, 96 lehnen für Andreasen ab und die lehnen auch ab und die erwarten das Angebot von mir. 100.000. Wie jetzt Leihliste, die doch Transferliste, egal. Kevin Wimmer, so, da wollen sie mehr für haben. Boah, ich will nicht viel mehr investieren. Also 4,3, sage ich mal, ist mein Maximum. Aber wirklich mein Maximum. Bei Andreasen ein bisschen hochgehen kann ich, aber nicht viel. Also 1,2, also das Mindestgebot, was da steht, wäre schon fast mein Maximalgebot, weil so viel traue ich dem jetzt auch nicht mehr zu. Wäre zwar ganz schön eigentlich, aber so 1,2, ja, von mir aus 1,2. Leicester ist ein armer Verein, da können wir das machen. Und Fraser Campbell können wir dann tatsächlich sogar eventuell auch noch abgeben, wenn wir uns Bart Finne holen. Dann müsste ich mir aber eine Kaufoption sichern, auf jeden Fall. Das wäre das einzig Logische. Aber Fraser Campbell kann ich gar nicht verkaufen, fällt mir gerade ein. Dann müsste ich vielleicht mal... Okay, die haben abgelehnt. Die Summe ist zu niedrig, inakzeptabel. Für Kevin Wimmer 8 Millionen. Bah. Ich verstehe ja, dass die viel für ihr Talent haben wollen, ne? Aber 8 Millionen, das ist schon viel. Das ist schon echt viel. 5. Aber allerhöchstens. Allerhöchstens 5,3. Milan abgelehnt. Summe ist zu niedrig. 500, 400.000, komm. Köln, ich guck mal nach, wie ich Yaya Sanogo verleihen kann. Ach, ist nur geliehen. Hä, war der nicht... Kann ich ja auch die Leihe beenden, ne? Wenn ich mir Finne hole, kann ich mir die Leihe beenden, auf jeden Fall. Versuchen wir das einfach mal. Ups, das ist das Falsche. Ich muss hier drauf gehen und dann auf Wunschliste. So, und da haben wir hier Bart Finne. Leihe. Kaufoption. 2 Millionen. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Sieht übrigens ein bisschen aus wie Lord Bentner, finde ich. Hat ja auch Lukas schon gesagt, meinem Kölner Kollegen hier. So, wir sind noch 2 Tage entfernt vom ersten Spiel gegen Arsenal. Das werden wir in dieser Episode rannehmen. Da werden wir durch müssen. So, inakzeptabel für Leon Andreasen. Die wollen 2,3 Millionen haben. Das ist absoluter Schwachsinn, wenn man bedenkt, dass der 11 Monate Vertrag nur hat und die über Marktwert haben wollen. Also es geht gar nicht. Kann ich mir auch im Winter ablösefrei holen, theoretisch dann. So, Götz hat 63. Ne, Blaswig hat 59. Definitiv nicht. Hier haben wir ein paar Spieler. Prödel. Oh, Prödel lassen wir mal drauf, glaube ich. Beobachte ich mal. Ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Hat eigentlich ein gutes Alter noch. Max Miller, ne. Der auch nicht. Innenverteidiger müssen wir jetzt mal gucken. Bell. Grätsche ist nicht so doll. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Vielleicht hole ich mir auch einen noch aus England. Mal sehen.
Aber jetzt gehen wir erstmal zum Spiel gegen Arsenal und müssen unsere Startaufstellung festlegen. Und ich glaube, dass wir da fast nicht großartig was ändern werden. Wir werden Spironi ins Tor packen, wir werden rechts Ward lassen, wir werden allerdings Ledley oder Mudge, ich glaube Mudge, die haben wir ins zentrale Mittelfeld mal. So, das erstmal sein, dass ich mit dem Team spiele. Das heißt, noch was Neues für mich. Delaney lassen wir mal drin, weil unsere anderen Innenverteidiger auch nicht so top drauf sind. Was heißt nicht top, scheiße drauf sind. Ich nehme dann mal Kelly nicht mit. Oh ne, Hangeland nehme ich nicht mit. Und dann läuft das. Gut, alles klar, wir gehen ins erste Spiel der Saison. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Erstes Saisonspiel in der Premier League für die beiden Teams im Emirates Stadium, der Arsenal Football Club gegen Crystal Palace, die Eagles zu Gast bei den Gunners, und die wollten natürlich nach der guten letzten Saison, die sie natürlich wieder auf Tabellenplatz 4 beendet hatten, heute einen Sieg einfahren mit vielen neuen Spielern in der Startelf von Trainer Arsenal Wenger. Der hat im Sommer kräftig eingekauft, hat sich gut verstärkt, unter anderem mit dem Top-Transfer Alexis Sanchez, der vom FC Barcelona für knapp 50 Millionen Euro gekommen war, aber auch mit beispielsweise einem Danny Welbeck oder, naja, auch beispielsweise noch dazu einem Gabriel von Villarreal, ein brasilianischer Innenverteidiger, auch der stand heute direkt mal in der Startelf. Auf der anderen Seite gab es keine besondere Überraschung in der Startelf, keiner der Neuzugänge, beziehungsweise allgemein kein Neuzugang in der Startelf bei, ja, Crystal Palace, zumindest nichts Erwähnenswertes. Kelly auf der Rechtsverteidigerposition, ja, an sich wäre das eine Möglichkeit, allerdings nichts Großartiges. Wir schauen auf die Aufstellung von Arsenal. Debuchy auf rechts, Koscielny, Gabriel und Monreal in der Verteidigung mit dem zusammen. Flamini auf der 6, davor Wilshere und Ramsey und vorne Oxlade-Chamberlain, auf der linken Seite Alexis Sanchez und in der Sturmspitze Danny Welbeck. Mertesacker und sowohl als auch Mesut Özil und Santi Cazorla nur auf der Bank. Das war ein bisschen überraschend. Allerdings, naja, Crystal Palace nicht so der allergrößte Gegner. Spironi, Ward, Dan, Delaney, Suarez, das einer der Neuzugänge vom LOSC Lille. Zaha, Mudge, MacArthur, Bolasie, Williams und Gale. Ja, Fraser Campbell, der Neuzugang von Cardiff City, nur auf der Bank. Genauso wie eben Kelly, der von Liverpool gekommen war. Allerdings, wie gesagt, ein Neuzugang immer mit Suarez, und das ist ja auch ein Außenverteidiger. Von daher halt zumindest einer mit dabei. Der wertvollste Spieler auf dem Platz ist wohl Alexis Sanchez zusammen mit Mesut Özil, ungefähr den gleichen Marktwert. Und er wollte natürlich in seinem ersten Premier League-Spiel direkt mal beweisen, was er drauf hat, genauso wie Gabriel und auch Danny Welbeck, zumindest in seinem ersten Spiel für die Gunners, für Manchester United, ja nie wirklich erfolgreich gewesen, aber vielleicht ja für die Männer aus London. Kevin Friend, der Schiedsrichter der Partie, ja, der sollte die ganze Show hier heute leiten, und man kann schon im Voraus sagen, er hatte nicht wirklich viel zu tun, denn das Spiel war sehr, sehr fair, und wir springen gleich mal rein in die erste Szene der Partie, und die hatte es in sich, denn Arsenal spielte mutig nach vorne, natürlich in der Anfangsphase, die wollten sich vor eigenem Publikum beweisen. Ramsey über außen, der Waliser mit der Flanke, da ist Chamberlain, aber der Kopfball kommt nicht durch. Erste gute Szene nach knapp 12 Minuten. Dann gab es einen Eckball nach knapp 15 Minuten. Alexis Sanchez mit seinem ersten Standard in der Premier League. Und der Chilene bringt die Ecke natürlich gefährlich rein. Zwar kein Mertesacker vorne, aber trotzdem kopfballgefährliche Spieler. Flamini ist das. Aber dann wird der Konter eingeleitet, und zwar über Gale. Und der ist relativ schnell und macht sich auf den Weg nach vorne. Der junge Engländer setzt sich schön durch gegen Nacho Monreal. Gut, gut gemacht. Geht weiter. Debuchy ist auch kein wirkliches Hindernis. Aber es kommt keiner so wirklich mit. Deswegen muss man warten mit der Hacke auf Mudge gespielt. Der 21-Jährige ebenfalls Engländer spielt den Ball nochmal zurück auf Dwight Gale, der mit dem Schuss, und Chesney mit der rechten Pranke am Ball und kann den Ball zur Ecke abwehren. Richtig schöne Parade des Polen, aber auch guter Einsatz auf jeden Fall vom englischen Stürmer. Schöner Abschluss, allerdings ist der Pole halt auch kein absolut schlechter Torwart. Die Ecke, ja, die gucken wir uns auch direkt mal an. Reingebracht in die Mitte von Yannick Bolasie, der Kongolese, momentan eventuell der interessanteste Mann bei Crystal Palace. Sehr trickreicher Spieler, und er kann auch Standards, und das wird natürlich in dieser Szene hier gleich mal beweisen. Schlägt die Ecke in die Mitte, und da sind an sich kopfballstarke Spieler, zum Beispiel Scott Dan. Und er köpft den Ball ganz knapp am Tor vorbei. Das war die erste gute Chance nach dem Schuss von Dwight Gale für Crystal Palace in der Partie. Und sie machten direkt weiter mit gutem Konterfußball. Wieder über Gale, diesmal wieder auf Mudge. Und der mit dem Ball auf Wilfried Zaha, der Neuzugang von Manchester United. Und wieder ist da Wojciech Szczęsny, die, ja, der Neuzugang so gesehen, dass er jetzt fest und auf Vertrag steht, nicht mehr nur Leihspieler ist, scheitert hier am Polen. Aber die nächste Ecke kommt gleich wieder rein von Yannick Bolasie. Auf den Kopf von Dan Latte. Eieiei, das war richtig Glück hier für Arsenal in der Situation. Die blieben, ja, gegentorlos nach knapp 30 Minuten und versuchten es weiter nach vorne. Und das war es dann auch mit der Drangphase von Crystal Palace. Denn jetzt kamen die Gunners. Wilshere auf Welbeck und der mit der klasse Übersicht auf Oxlade-Chamberlain. Und Spironi fährt den Fuß aus und hält diesen Ball in der 40. Minute. Sie machten aber direkt weiter, wo sie aufgehört hatten. Wieder mit Alexis Sanchez mit der Hacke, wieder auf Danny Welbeck. Und der hat wieder mal die Übersicht. Wilshere mit dem Ball wieder auf Oxlade-Chamberlain. Und wieder ist Spironi da. Gute Aktion des Argentiniers, der hier seine Mannschaft, ja, vor dem 0-1 bewahrt im
ja, Emirates Stadium. Danach war Halbzeit. Es blieb beim 0:0. Ein bisschen überraschend. Man hatte Arsenal große Siegchancen eingeräumt. Allgemein Crystal Palace zwar mit einem Mittelfeldplatz als Saisonziel, das zumindest ausgesprochen war, aber natürlich normalerweise deutlich unterlegen gegen den ambitionierten Champions League-Teilnehmer. Dementsprechend erwartet man hier nicht unbedingt, dass Arsenal 0:0 spielt. Allerdings stand es eben so. Und in der zweiten Halbzeit ging es, naja, erstmal mit Spironi weiter, mit diesem Fehler auf Alexis Sanchez. Und da muss dann Dan in der Verteidigung diesmal agieren und nicht vorne. Welbeck mit dem Schuss. Ball wird nochmal schlecht geklärt. Wieder ist Sanchez da an den Pfosten und Spironi kann den Ball im Endeffekt in die Hände nehmen und halten. Sehr, sehr gefährliche Aktion nach dem Fehler des argentinischen Torwarts. Und weiter ging es mit Powerfußball von Arsenal. Schöner Hackenpass auf Wilshere, der auf Ramsey, der weiter auf Welbeck und der steckt durch auf Alex Oxlade-Chamberlain, der nochmal auf Welbeck. Die spielten das richtig gut. Guter Kombinationsfußball. Nochmal der Ball auf den Engländer und Spironi mit der klasse Tat. Der war richtig gut drauf, trotz seines Fehlers. Wirklich gute Aktion des Argentiniers. Dann mal Flamini mit der linken Klebe. Versucht das hier und wieder ist Spironi da. Der machte wirklich einen richtig guten Eindruck. Der 35-jährige Stammtorwart bei Crystal Palace. Hennessy konnte ihn in der Vorbereitung nicht verdrängen, deswegen Argentinier weiter in dem Tor. Und auf der anderen Seite stand ein Engländer auf der rechten Seite und der sorgte für Konter bzw. Entlastung und Torgefahr. Flanke in die Mitte und da ist Bolasi. Artistisch, ja. Ja, ansehnlich auch, aber nicht wirklich gefährlich. Und auf der anderen Seite wurde es deutlich gefährlicher. Alexis Sanchez macht das klasse. Der Ball in die Mitte, da ist Jack Wilshere mit links und wieder ist Spironi da. Der macht einen wunderbaren Job. Alexis Sanchez kann dann nicht mehr den Ball aufs Tor bringen. Und dann gab es die ersten Wechsel der Partie. Ja, die ersten Wechsel von Trainer MGT in der Premier League. MacArthur und Williams ging raus, dafür kam in die Partie Ledley und auch Fraser Campbell, der Neuzugang. Dementsprechend hatte er seinen ersten Einsatz für die Eagles und wollte natürlich in der Endphase hier nochmal überzeugen. Er hatte zumindest auch die Chance, denn er war natürlich ein schneller Spieler und die Defensive von Arsenal nicht so schnell unterwegs. Mal sehen, ob er seine Chance dann noch bekommt, genauso wie natürlich Ledley. Auf der anderen Seite ging Flamini dann raus und Santi Cazorla kam rein, nochmal ein kreativer, etwas schnellerer Spieler, sehr, sehr gefährlich bei Standard. Dementsprechend nochmal ein bisschen mehr Gefahr vorne bei Arsenal. Die wollten ja natürlich den Sieg im ersten Spiel, keine Frage, gegen Crystal Palace darf man als ambitionierter Champions League Teilnehmer, wie bereits erwähnt, nicht unbedingt 0:0 spielen, zumal nicht zum Saisonstart und erst recht nicht zu Hause. Allerdings hat die letzte Chance der Partie tatsächlich, ja, Crystal Palace. Campbell mit dem Ball, Gabriel, sieht da nicht gut aus, geht nämlich nicht richtig drauf und da kommt der Ball in den Rückraum gespielt, mehr Glück als Verstand, Gale nochmal abgelegt, auf Ledley ebenfalls eingewechselt, der Schuss aber kein Problem für Chesney und das war's, die letzte Aktion der Partie, Crystal Palace im ersten Spiel unter MGT mit einem Erfolg im Emirates Stadium, ein 0:0 gegen Arsenal, die präsentierten sich zwar stark in der Offensive, aber Spironi machte denen einen Strich durch die Rechnung, guter Auftritt allgemein auch in der Offensive der Eagles und die Gunners müssen sich fragen, warum haben wir hier nicht gewonnen, 0:0 im ersten Saisonspiel der Premier League zwischen Arsenal und Crystal Palace. So, Freunde, also im ersten Spiel ein 0:0. Es gab weitere Überraschungen. Burnley gewinnt hier gegen Chelsea, wie wir sehen können. Und das ist nicht die einzige Überraschung. Nein. West Brom gewinnt 2:0. Und auch Newcastle United, die müssen wohl unter meinen Gehen gelitten haben, gewinnen 2:0 gegen Manchester City, sind auf Platz 2. Wir momentan ja im Tabellenmittelfeld, aber da gehören wir ja auch theoretisch hin. Und ein Erfolg gegen die Gunners war es allemal. Warum ich das übrigens nachkommentiere, ist ganz einfach. Ich habe vergessen, meine Soundspur zu starten. Es tut mir wirklich leid. Aber sowas kann nun mal passieren. Und dementsprechend auch nachkommentieren. Und hier dürfte das Ganze hier vollkommen okay sein, denn es geht ja auch nur um ein bisschen Rumgedödel im Menü. Wir haben Transferangebot bekommen für Marouane Chamakh vom FC Lorient an sich okay, aber ich will ein bisschen über Marktwert haben, denn der ist zwar 30 und 174, aber hat halt schon Marktwert und auch einen Namen. Milan will 575.000, also genau den Marktwert haben für Albertazzi. Das bin ich eigentlich nicht bereit zu bezahlen, auch wenn er ein bisschen Potenzial hat. Deswegen biete ich mal 500.000, das ist das Maximum. Köln hat abgelehnt, Kevin Wimmer, ja, ist zu wertvoll, dementsprechend wird er nicht zu uns kommen, einfach weil er zu teuer ist mit knapp 8 Millionen, die sie für ihn haben wollen. Das Geld haben wir einfach nicht für einen Innenverteidiger, gibt es deutlich günstiger. Mulumbo und Diaby entfernen wir von der Liste, genauso wie weitere Spieler wie Yakubu beispielsweise und Darren Bent. John Terry geht ebenfalls runter und naja, Nabil Bentaleb wäre an sich interessant, genauso wie Jonjo Shelvey, den ich schon sehr gerne haben würde, oder auch ein Tommy Smith, ein Berahino wäre interessant, allerdings sind das alle Spieler, die relativ unrealistisch sind und ich sag mal so, ich bleibe bei der Sache, wie sie momentan ist und zwar, naja, so, dass ich halt keine neuen Spieler kaufe, zumindest keine Mittelfeldspieler oder Stürmer, denn ich brauche das einfach nicht, ich habe genug Spieler und dementsprechend, ja, passt das einigermaßen. Wir sehen uns dann, ja, fast schon dem nächsten Spiel gegenüber und das ist wieder in der Premier League, zunächst aber nochmal ein paar Angebote, beziehungsweise abgelehnte Angebote, 96 möchte sich nicht von Leon Andreasen trennen, das ist ein bisschen traurig, aber Andreasen wird wohl nicht zu uns wechseln. Lorient 3,3 Millionen geboten, also genau den Marktwert für Chamakh, den nehme ich auch direkt mal an, warum auch nicht, ich meine 3,3 Millionen sind für uns eine Menge Geld, mit der wir viel anfangen können, von daher passt das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir dann hier Jerome Thomas, der verkauft werden soll, allerdings ja ein bisschen unter Marktwert das Gebot von Bolton, deswegen machen wir nochmal 750.000 und dann geht das auf jeden Fall einigermaßen klar. Das Transferangebot haben wir dementsprechend noch nicht angenommen, aber Bart Finne wird überprüft, das heißt ein Spieler, den wir ja auf jeden Fall schön gebrauchen könnten.
vorne drin wäre ein sehr talentierter und sehr junger Stürmer vor allem, der auch schnell unterwegs ist. Das heißt, wir könnten im Winter Fraser Campbell abgeben, jetzt eventuell die Leihe mit Sanogo beenden und ansonsten haben wir halt 4 Stürmer. Ist auch gar nicht mal so interessant. Theoretisch können wir da auch mit 2 in der Spitze spielen. Müssen wir mal schauen, wie wir das System irgendwie verändern werden. Ich bin aber eher der Meinung, dass ich Sanogos Leihe beenden werde. Das kostet nämlich nur 99.000, wie wir bereits gesehen haben, glaube ich. Ja, allgemein, was Torhüter angeht, haben wir noch nicht so viel. Ich werde auch mal den Auftrag ändern und zwar mir ein bisschen älteren Torwart holen, beziehungsweise, naja, nicht unbedingt jetzt die allerjüngsten, denn die sind meistens auch relativ teuer, wie ihr gerade eventuell auch schon gesehen habt. Es gibt es auch so, dass die Torhüter sich relativ spät entwickeln, deswegen schauen wir jetzt einfach mal nach, wie das hier aussieht mit etwas älteren Torhütern, ja, die eventuell auch schon so bis 26 sind oder jünger anscheinend. Okay, alles klar, ich wollte das eigentlich anders machen, oder? Mache ich es noch anders? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Ich wollte eigentlich Torwerte suchen, die halt über, ich glaube über 24 oder sowas war es, sind und die halt nur ein Jahr Vertragslaufzeit haben, damit wir die jetzt im Sommer günstig kaufen können, die dann halt als B-Torwart erstmal fungieren, beziehungsweise Speroni, die dann die B-Nummer und Hennessy könnten wir verkaufen. Auf jeden Fall ist das so geplant, ja, aber ob das Ganze jetzt hier so klappt, weiß man natürlich nicht, ob wir solche Spieler auch finden. Wir werden es aber auf jeden Fall versuchen, warum auch nicht, denn auch ein älterer Torwart, die entwickeln sich ja erst relativ spät, so Anfang 30, Ende 20 und von daher passt das. Das war's von dieser Episode, ich hoffe es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch, haut rein. Und ciao.